Dieser Spieler will nicht, dass man seine Base betritt. Und niemand war bis jetzt drinne. Ich ändere das heute. Ich will nämlich herausfinden, was dieser Spieler in seiner Base versteckt. Er war übrigens absolute Highlight, Leute. Daumen nach oben, Kommentar nicht vergessen und den Kanal abonnieren, wenn ihr neu seid. Du suchst einen Minecraft-Handy-Server? Dann sieh her. 24sucht.net. Ey Leute, ich frag mich, was bei dem Spieler abgeht. Ganz ehrlich, Leute, der hat wohl anscheinend überhaupt gar keinen Bock, dass man ihn besucht. Und ich frag mich, warum? Hat er was zu verheimlichen? Was los bei ihm? Weil man spielt doch auf dem Server, gerade weil man auf andere Leute trifft. Und nicht, weil man, ja, Leute fernhalten will. Niemand darf hier rein, steht hier noch. Okay, wisst ihr was, Leute? Was stand hier eigentlich vorne? Was stand hier? Falls ich dich nicht hierher gebeten habe, geh weg. Okay, Leute, davon lassen wir uns mal nicht aufhalten. Wisst ihr was, wir schreiben ihm einfach mal eine Nachricht direkt. Hey, ich komm dich mal besuchen. Alter, und dann noch diese Spinnenweben, die liebe ich ja, Leute, ich liebe sie. Es gibt nichts Geileres als Spinnenweben, wir gehen hier einfach mal hin. Wer bist du? Nein. Wer bist du? Nein. Versteckst du was? Danke übrigens, Leute, dass ihr mir die Base gezeigt habt. Ohne euch hätte ich die wahrscheinlich gar nicht gefunden. Also Leute, wenn ihr was seht auf dem Server, immer fleißig im Support Bescheid sagen. Und dann, Nochmal, wer bist du? Und nein, du kommst mich nicht besuchen. Oh doch, ich komm dich besuchen. Leute, was versteckt er? Was ist los bei ihm? Das finden wir heraus. Genau. Immer fleißig im Support Bescheid sagen, weil ihr habt auf jeden Fall mehr Augen als nur ich. Und mein Supporter-Team, also immer fleißig die Augen aufhalten, Leute. Tja, was ist denn das hier, sag mal? Okay, hier. Was ist denn das? Ah, okay, hier geht's lang. Alter, was hat der denn hier gemacht? Nein, oh Gott. Viel Glück beim Verzweifeln, dankeschön. Warum baust du so eine Base? Alter, der hat wirklich echt keinen Bock, dass jemand ihn besuchen kommt. Egal, das soll uns nicht aufhalten, Leute. Niemand darf hier rein. Ja, wir haben es so langsam verstanden. Jetzt hast du noch die Chance umzukehren. Oha, das ist ja richtig bedrohlich, Leute. Okay, Alter. Bist du geistig zurückgeblieben oder machst du das extra? Ich bin geistig völlig normal. Bin bloß interessiert. Will nicht. Völlig zurückgeblieben. Böses, völlig zurückgeblieben. Alter, da wird er jetzt aber ein bisschen sauer. Was ist in seiner Base, was wir nicht sehen dürfen, Leute? Jetzt geh mir nicht auf den Sack und nerv mich nicht. Jo, da ist aber jemand richtig, richtig freudig. Ich bin mir sicher, jeder Spieler auf dem Server hier hat ihn richtig gerne. Alter, ey. Dann noch mit diesem Eis. Ich krieg die Krise hier, Mann. Okay, wir haben es gleich geschafft hier lang. Alter, wir haben es geschafft. Mann! Mann! Junge! Warum baut man sowas? Alter, der will... Jo! Oh Gott. Nein. Nein. Ey, ich krieg hier echt die Krise, Leute. Okay, jetzt sind wir hier. Geh! Okay, ich bin gleich da. Kein Zutritt, wer sich nicht dran hält, gleich X. Leute. Oh Gott! Was ist das hier, Leute? Ey, weil das Ding ist, ganz komisch hier alles. Der hätte halt auch einfach keinen Eingang bauen sollen. Also irgendwie schreit das nach Aufmerksamkeit, Leute. Vielleicht will er auch einfach nur reintrollen. Ich weiß es nicht. Ich bin eine Spinne. Aha. Okay. Gut zu wissen, Leute. Gut zu wissen. Ich merke schon, du hast es mit deinen Spinnenweben. Da sind wir! Ey! Da ist er! Da hinten ist er. Alter, was hat denn er für ein Skin, Digga? Oh mein Gott, das passt ja mal wie Arsch auf Eimer. So wie er geschrieben hat, genauso sieht er auch aus. Aber was ist jetzt hier, Junge? Okay, also, was versteckst du hier? Willst du mich eigentlich völlig verarschen? Willst du mich eigentlich völlig verarschen? Also, was versteckst du hier? Ja, das ist einfach eine normale Base. Oder hat der hier nochmal irgendwas versteckt, Leute? Du scheinst wirklich geistig komplett minderbemittelt zu sein. Auf dem Weg hier rein sind 1000 Schilder, wo drauf steht, komm nicht rein.
und du kommst rein. Warum ist denn deine Tür auf, wenn du nicht willst, dass du Besuch bekommst? Jetzt hau ab und nerv mich nicht, letzte Chance. Leute, was? Ja, wartet mal. Das will ich verstehen. Ich wechsle einmal auf meinen Owner-Account, Leute. Da ist er doch. Hier ist halt auch nichts nochmal versteckt oder so. Ich dachte jetzt, der hat hier irgendwie irgendwas, was man hier nicht haben darf auf dem Server oder so. Ey, sag mal, warum willst du keinen Besuch? Ich sage das zu allen, aber irgendwie hält sich kein Schwanz dran. Selbst du nicht, und du solltest die Regeln akzeptieren. Du bist heute der fünfte Affe, der nicht lesen kann. Gehst du bitte? Was? Was? Ey, danke. Ich schwör's euch, er ist der Erste, der mich nicht willkommen heißt in seiner Base. Aber gut, Leute, dann lassen wir ihn mal in Ruhe. Er will anscheinend seine Ruhe. Ich verstehe zwar nicht, warum er dann hier zockt, aber, Leute, seine Entscheidung. Meint ihr, ich soll ihn noch mal vielleicht bannen, weil er war gerade echt sehr, sehr unfreundlich, oder soll ich ihn einfach in Frieden lassen? Ab in die Kommentare, was ihr machen würdet, Leute. Denkt dran, mein Handyserver kommt am 17.06. raus. 24sucht.net, ihr wisst Bescheid. Speichert euch die IP jetzt schon mal bei euch ein in der Bedrock Edition. Ich freue mich auf euch alle. Es wird krass, Leute. Es wird anders und ihr werdet vom Hocker fallen. Das verspreche ich euch. Nochmal ganz kurz für alle Dura-Spieler. Heute um 18 Uhr haben wir eine neue Summer Case. Also checkt das Ganze ab. Wir haben auch einen Sommer Sale. Also wenn ihr rein donaten wollt, ihr wisst Bescheid. Das ist mein Java-Server Dura.games in der Videobeschreibung. Alles verlinkt. Seid alle am Start. Und dann war es das von mir für heute. Haut rein. Ciao, ciao.